Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir uns nur als Ventier spielen können. Und dementsprechend bin ich schon hier einmal auf mein Ventier-Char. Das Mount schimpft sich Kampfgargon der Begierde. Und dieses können wir uns als Ventier holen, wenn wir denn ein Gebäude bauen. Und zwar müssen wir das Ventier-Special-Gebäude bauen, den Gluthof. Dieses Gebäude müsst ihr dann auf die Stufe 4 upgraden, wo ihr relativ viel Anima bzw. Seelen für brauchen werdet. Aber wenn ihr es auf 4 habt, habt ihr nämlich die Möglichkeit, einen vierten Gast einzuladen. Und bei der Riege von den vierten Gästen gibt es eine, die schimpft sich die Gräfin. Und diese Gräfin, die brauchen wir nämlich jetzt. Und die müssen wir erstmal ein paar Mal einladen und quasi dafür sorgen, dass ihr es gut geht, indem wir die Voraussetzungen erfüllen. Also es muss dekadent sein, entspannt und förmlich. Und sobald wir sie auf einen maximalen Ruf haben, der maximale Ruf ist bester Freund, dann ist es so, dass wir das Mount erhalten können. Und zwar müssen wir dann, nachdem wir sie auf bester Freund gebracht haben, das ohne jetzt irgendeinen Rufbonus, also sprich ohne irgendwelche Zusatzbuffs, wie zum Beispiel auch durch die Feiertage, wo es mehr gibt, dauert so 8 Loothöfe, bis ihr einen Anhänger komplett auf maximalen Ruf habt, also hier auf bester Freund, wenn ihr natürlich immer dafür sorgt, dass sie eine gute Stimmung hat, ne? Und dann müsst ihr quasi nochmal einen absolvieren, also einen 9. Müsst wieder schauen, dass ihre Stimmung sehr weit oben angesiedelt ist. Die höchste oder zweithöchste Stimmungsstufe müsst ihr quasi erreichen. Und dann ist quasi in der Kiste zu 100% der Kampfgargon drin. Bei mir war es auch so, ich habe sie auf bester Freund gebracht. Nächstes Gluthof-Event gestartet. Wieder geschaut, dass die Stimmung von ihr im oberen Bereich ist. Und dann war das Mount drin. Heißt, es ist hier kein RNG mit involviert. Ihr wisst relativ sicher, wann ihr das Mount kriegt. Könnt es so ein bisschen planen, aber es dauert halt eine Weile, weil ihr erstmal einmal den Gluthof bauen müsst und dann gucken, dass ihr noch 4 habt, beziehungsweise dann halt einige Wochen lang tatsächlich immer wieder die gleichen Gäste einladen müsst, beziehungsweise halt die, auf jeden Fall die Gräfin einladen müsst, dass da der Ruf hochgeht. Gut, so viel zum Mount, wie wir was bekommen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir es einmal an. Lernen wir das schicke Ding. Und zwar schauen wir mal rein. Gargon, da seht ihr es. Mittlerweile habe ich 7 von den 8 Gargons. Und das ist dieser hier. Das ist der bräunliche mit der Panzerung obendrauf. Gucken wir mal an. Hier, das ist so eine, weiß ich nicht, so ein violette. Nee, nicht violett, irgendwie so pink. Irgendwie so was in die Richtung. Panzerungsfarbe. Ich würde sagen, wir gucken uns auch einmal das Mount Special an. Das kennen wir ja von den Gargons schon. Er riecht so ein bisschen am Boden, gräbt, holt den Knochen raus. Ja, ist auf jeden Fall ganz nett. Also ich muss sagen, der braune Gargon mit dieser pink-violetten Rüstung finde ich jetzt nicht den nicesten, aber auf jeden Fall grundlegend ein schickes Mount. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die anderen Gargons noch an. Gargon, da gibt es ja einmal den weißen mit der schwarzen Panzerung, dann den weißen ohne Panzerung, den schwarzen ohne Panzerung, wo haben wir denn? Dann den schwarzen mit Panzerung, dann den weißen mit der roten Panzerung, den finde ich am besten, den ganz normalen weißen, und dann jetzt halt hier den braunen mit Panzerung und es gibt noch den braunen ohne Panzerung. Das ist der letzte, was mir noch fehlt. Da muss ich mal mit meinem Ventier-Char noch die Ruffraktion hochballern. Und ja, sobald ich dann da wieder dran bin, wird es wieder ein Video geben. Zu den anderen übrigens habe ich zu jedem von den Mounts ein Video gemacht. Falls euch die interessieren, könnt ihr gerne die Mount-Playlist von mir durchgucken. Beziehungsweise natürlich habe ich bei den anderen Covenants auch die Mounts alle abgeklappert und habe da Videos gemacht. Beziehungsweise manche fehlen noch, da kommen dementsprechend dann noch Videos. Gut, das soll es mit dem kleinen Video gewesen sein. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen mit der ganzen Thematik. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Mount-Guide wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.